Hallo und herzlich willkommen zu Professor Layton vs. Ace Attorney. Oh, nachdem gestern die Aufnahme echt nicht so gut funktioniert hat, habe ich es geschafft, einen Spielstand zu finden, bei dem man tatsächlich, also bei dem jemand tatsächlich so weit ist wie ich. Unser Charakter heißt nur leider nicht mehr Exitom Nom Nom Nom. Na, jedenfalls. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich habe mich auf jeden Fall rangesetzt, das so schnellstmöglich zu beheben. Und du erinnere mich nach der Aufnahme, dass ich das auch umgehend hochlade und nicht bis, was weiß ich, April liegen lasse. Das wäre scheiße. Ja, ja. Das hatten wir ja schon mal, dass du ewig was hast liegen lassen. Ja. Ich erinnere mich noch. Ja, bei dir, mein Slip. Ja. Nee, weil. Den hab ich auch immer noch. Apropos Klamotten, was hast du da eigentlich an? Sag mal, findest du es nicht ein bisschen spät dafür? Ach Quatsch, ich hab mein Weihnachtszeug heute Morgen erst weggeräumt. Von daher. Ja, ja. Ich finde es noch völlig legitim, dass man auch jetzt noch einen Nikolaus anziehen kann. Schließlich ist es ja sogar noch Januar bei uns, sagt man immer bis. Ja, also ehrlich gesagt, also als ich noch nicht hier in Berlin gewohnt habe, da war die Weihnachtsdeko immer bis Ostern draußen sogar, aber gut. Das ganz war, so lange dann doch nicht, das wäre ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt irgendwie im April oder so noch so Nikolaus an hätte. Also, ja, nee, das ist Quatsch. Ja, ja, ja. Nee, aber so jetzt gerade bin ich noch. Ach, ich habe übrigens neben unserem Spielstand fix noch was geschafft. Ich habe die Zeit noch, die ich übrig hatte, heute genutzt, um ein neues Bett aufzubauen für mich. Also eigentlich wollte ich mir mal ein neues zulegen. Das alte konnte man mal langsam austauschen, aber irgendwie bin ich nicht so zufrieden damit. Ich werde das wahrscheinlich wieder zurückschicken. Also ich werde das, ja, ich schicke das morgen wieder zurück irgendwie. Naja, wenn es noch so kurz nach dem Kauf ist, kannst du das ja machen. Das ja, richtig, also, ja. Ja. Nee, aber eine Sache mache ich da vorher trotzdem noch damit. Und zwar, das hat eine sehr schöne Funktion und ich möchte dich gerne einladen. Stell dir jetzt mal so eine verführerische Musik vor. Aha. Voll, ein Knight Rider Bett, ich bin begeistert. Genau. Riecht das auch mit? Nein, leider nicht, deswegen werde ich es wieder zurückschicken. Also, ja, fangen wir dann langsam mal lieber wieder an, ehe wir die ganze Zeit hier verquatschen. Möchtest du mit mir schlafen? Ich glaube nicht. Wie war denn das nochmal? Achso, ich glaube nicht, Dave. Nee, oder ich glaube, ich musste das. Das war aber Hell aus ja. 2001. Ja. Nee, das war nicht aus Januar 2016. Nee. Weiß nicht, in welchem Monat das spielt, aber es war 2001. Ja. Ach, übrigens, ich habe auch neue Sounds. Wo war denn das nochmal? Achso, ja, jetzt habe ich bei dem Bett was vergessen. Einige hätten sich ja bestimmt erstmal gefragt, woher kommt das? na, wie auch immer. Was denn? Ja, du hörst die Sounds nicht. Ach so. Ach ja, Scheiße. Das war jetzt nur für die anderen. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ich habe neue Sounds, die hätte ich innerhalb dieses Intro-Gags verwenden können. So, aber jetzt geht's langsam mal weiter mit unserem neuen Spielstand. Ich finde es übrigens lustig, dass du genau an dem Tag ein neues Bett kaufst, an dem ich mir einen neuen Schreibtischstuhl gekauft habe. Super, ne? Oh, Mensch, krass. Was? Ja. Was Wahnsinn. Ich heute schon alles gemacht habe. Ja, ja. Na, dann wollen wir. Zeug weggeräumt, Schreibtischstuhl gekauft. So, dann wollen wir mal langsam fortsetzen, aber vorher habe ich noch was zu sagen. Und zwar April, April! Wir haben gar keinen neuen Spielstand! Nein. Also das bringe ich nicht, aber wirklich, es ist heute der 1. April und es ist nicht im Januar. So, wir haben einen neuen Spielstand. Wir haben einen neuen. Du nimmst die Aufnahme ein Jahr auf und strahlst die dann erst auf. Oder so. Ja, dann, das wäre auch gut. Nein, aber was ich sagen wollte, ja, wir haben einen Spielstand gesponsert bekommen von Ellie Erlington, die auch öfter mal kommentiert im Stream dabei ist. Musst du nicht. Und dann was weg. Musst du nicht. Du musst mich nicht verstehen. Niemand versteht mich. Reicht, wenn die Zuschauer mich verstehen. Hörst du mich noch? Akustisch vielleicht.
Ja, gut, auf jeden Fall, ja, von Ellie Erlington, sehr nett, dass der auch an der gleichen Stelle ist. Leider nicht mit der gleichen Spielzeit, leider nicht mit den gleichen Hinweismünzen, leider nicht mit dem gleichen Pikarad, aber who cares? Leider auch nicht das gleiche Spiel. Müssen wir mal schauen. Aber... Nein, laden wir den auf jeden Fall. Ich glaube, das war Wirtshaus, ne? Ich habe nicht die geringste Ahnung, es ist ja schließlich schon ein Jahr her. Nee, also es war nicht gestern, wo wir... Ach nee, Moment, stimmt, nee, ja, gestern, also an, bei dem gestern von vorhin, welches kein gestern war, da haben wir ja nichts gespielt, deswegen war... Ja, eben, da wollten wir ja weiterspielen und da war es dann weg. Die letzte richtige Aufnahme war ja wahrscheinlich wirklich April 2016 oder so. du bist das doch bestimmt, mit Lukes Stimme. Was bin ich? Na, das was jetzt... Moment mal. Da stimmt was nicht. Da stimmt wirklich was nicht. Was ist denn jetzt los hier? Das gibt's doch nicht. Der zeigt mir immer noch oben den Professor Layton Bildschirm versus Ace Attorney Bildschirm an. Das kann doch nicht wahr sein. Diese geilen technischen Probleme, die sich da immer ergeben, ne? Ich fasse es nicht. Okay, dann gucke ich mal, was ich da machen kann. Nein, das will ich nicht. Ich suche nach diesem Fenster. Nee, nicht nach diesem. Ich suche nach diesem Fenster und da ist es. Jetzt da. Ah, schön. Endlich. Jetzt darfst du lesen. Okay. Gut. Als der Professor und ich das letzte große Rätsel lösten, waren wir sehr überrascht gewesen. Hä? Was? Was? Wo hast du das letzte große Rätsel überrascht? Wie? Ich war jetzt überrascht, was hast du gelesen? Das, was an dem Bild stand. Das stand da nicht, da stand was mit Inquisitor Flamberg. Was? Bei mir nicht. Hä? Was steht da April, jetzt? April! Oh. Das war doch so offensichtlich. Eigentlich schon. Boah, ich hab mich echt gefragt, wo stand denn das? Hab ich das geskippt? Sieht der das? Ich hab gedacht, noch? Dass das funktioniert. Oh Mann, ich bin echt zu leichtgläubig. Mhm. Ich finde, diesen Gag haben wir uns vorher gut ausgedacht und niedergeschrieben. Genau, wir machen das ja sowieso. Ist alles geskriptet. Wir spielen auch vorher alles und überlegen, wie wir es kommentieren könnten. Richtig, genau. Also jeder einzelne Soundeinspieler... Moment, da sind wir, ja. Jeder einzelne Soundeinspieler ist völlig... also jeder einzelne, egal wie random oder sowas er kommt, er ist definitiv eingeplant. Ich will Nudeln, ganz viele Nudeln. Ich höre die in Wirklichkeit auch. Das ist eigentlich nur so ein Running Gag, dass ich immer nur so tue, als würde ich die nicht hören. Ja, genau. Also, dass du die nicht hörst, das ist ja unmöglich. Unmöglich ist auch, dass ich im April einen Nikolaus anhab. Ja, warum machst du das? Zieh ihn aus. Ich mach noch mal das Bett an. Musst du mein Bild nachher bei dir noch irgendwie so, hast du einen Greenscreen oder sowas? Nee, den bräuchte dann ja ich. Ja, eben. Also ich habe einen hier, aber da ist gerade kein Platz, weil ich habe das Bett aufgebaut und ich behalte das natürlich. Aber nicht wegen des roten Lichts. Nein, das hat Bettkästen. Das Ding hat Bettkästen und der Kater aus unserem Haushalt kann sich nicht drunter verstecken. Das ist das Wichtigste. Ja. Oh, wie süß, den will ich auch mal sehen. Du willst Mario mal sehen? Ja. Das Blöde ist, ich kann natürlich die Kamera irgendwie Richtung Tür halten und gucken, wann er reinkommt. Das ist da läuft jemand rum draußen. Da läuft jemand rum draußen? Oder? Nee, doch nicht. Kann sein, passiert manchmal. Jedenfalls, ich kann ja mal die Tür aufmachen und irgendwann kommt er rein. Und dann sagst du mir Bescheid. Okay. Weil ich achte nicht drauf. Moment, Licht brauche ich nicht. Einfach nur auf. Nö. Nur so ein bisschen. Vor allem, der hat gestern versucht, unter das neue Bett zu kriechen und hat es nicht geschafft und war voll verwirrt. Da kommt er schon. Oh, nee. Ah, nee. Doch. Nein, doch. Nein, ist schon okay. Hat der geöffnet? Nein, ich war das. Keine Sorge.
Ja, und das war auch meine Mitbewohnerin. Süß, der Kater. Ja. Ich muss mich mal mit Joey bekannt machen bei Gelegenheit. Der fleucht irgendwo draußen rum. Es liegt ja schließlich kein Schnee mehr. Wir haben ja April. So. Na gut. Wir haben es gesehen. Nur ganz kurz leider, aber... Ja. So, jetzt kannst du mal bitte vorlesen, und zwar das, was da steht. Dort trafen wir die Besitzerin, Frau Barbara Rosser. Alle ihre Kunden respektieren sie. Und ich verstehe, warum sie dies tun. Und ich verstehe nicht, warum sie dies tun. Barbara Rosser sagte, dass sie und Flamberg sich in der Tat kennen. Gegensätze ziehen sich manchmal wohl wirklich an. Wer war das denn zum Teufel? Warte mal, wie kennen die sich? In der Tat, die Wachstumsphase. Moment, was? In der Tat. Ja, die kennen sich. In der Tat. Schade, dass du das gerade nicht hörst. Du musst es dir dann einfach immer denken, ne? Ich weiß ja nicht, was du drückst. Du kennst doch meine Sounds noch. Ja, aber ich weiß doch nicht, welche du drückst im jeweiligen Fall. Ja, wenn ich schon auf das anspiele. In der Tat. In der Tat? Genau. Wir beschlossen, dort zu übernachten. In einem Bett mit einem roten Licht. Der Professor sagte stets, dass ein ausgeruhter Kopf unbezahlbar ist. Und ein rot beleuchteter noch mehr. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man eine Rotlichtlampe am Kopf hat, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es mal früher hieß, dass wenn man eine Salzsteinlampe am Kopf hat, das ist irgendwie gut für, weiß ich nicht, Kopfschmerzen wäre. Eine Salzsteinlampe? Ach, die Piratin war Barbara Rosser. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass die so heißt. Doch. Das wusste ich noch. Dachte ich. Vielleicht. So. Ansprechen? Mal gucken. Frau Rosser, ich wollte euch danken. Ihr wisst schon, fürs Zuhören. Ei, wer war die nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ja, ist ja alles geskriptet. Auch, dass wir keine Ahnung haben, wer sie gesprochen hat. Aber ich glaube, ich mach die mal. Ei, kein Grund, so förmlich zu sein. Du hast immerhin mein Rätsel gelöst. Du solltest dich etwas ausrufen. Ruhen. Ausrufen. Mit einem Ausrufezeichen. Ich denke, du brauchst deinen Schlaf noch. In Ordnung, das werde ich tun. Gute Nacht, Barbara. Ei, gute Nacht. Süßer. Bewegen. Damit wir hier auch mal langsam weiterkommen. So. Oh, Hinweismünzen gibt's da drin noch. Gibt's hier noch Hinweismünzen? Nein. Haben wir die denn schon alle gefunden? man sollte echt nicht in anderen Spielständen nach Hinweismünzen suchen. Herr Wright! Oh, entschuldige, Luke. Habe ich dich geweckt? Moment, dafür habe ich eine Antwort. Aha, absolutely. Ja, ich weiß, du hörst das nicht. Ich muss da mal was machen. Da gibt's doch bestimmt auch was von Ratio Farm. Apropos Ratio Farm! Gute Preise? Gute Besserung. Machen wir hier keine Schleichwerbung, weil sonst kommt irgendwie... Du hast doch Ratio Farm gesagt. Ja. Ich sag aber nicht, dass das ein tolles Produkt ist. Ist es nicht. Bestimmt nicht. Keine Ahnung. Ich hab das nämlich... kaum Verbindungen zur Pharmaindustrie. Ich kenne nur jemanden, der hat Weinbau zu Hause. Gut, dann mach bitte keine Schleichwerbung für Weinbau, weil, also ich hab jetzt letztens was gelesen, dass so ein komischer Let's Player gerne mal irgendwelche Fitnessartikel bei sich geschleichwerbelt beworben hat und dadurch ganz schön Ärger bekommen hat. So, aber jedenfalls, wenn wir doch mal... Fitness nicht am Hut. Ja, wenn wir doch mal Arzneimittel bewerben, dann müssen wir immer dahinterhin da sagen... Moment. Wie war denn das nochmal? Wo war denn dieser... Wo war denn der Sound nochmal? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Jetzt finde ich den gar nicht mehr. Warte mal. Ach so, da... Okay, ich hab's jetzt wieder. Okay. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie bitte? Wir nehmen jetzt über eine Viertelstunde auf und haben ungefähr 3 Textboxen schon geschafft. Ja, und du hast mir voll in meinen Sound reingesprochen. Oh,
Ist egal. Ja, das ist halt das, wenn ich den nicht höre. Ja. Also, habe ich dich geweckt? Schläft Sophie noch? Ja, sie schläft wie ein Baby. Sie muss wirklich müde gewesen sein. Oh, ein Baby. Ja,